Meine Damen und Herren, heute reagieren wir auf die allerersten Videos von den lieben Rezo. Ja. Letztens haben wir es bei Julian Bang gemacht und die hat in die Kommentare geschrieben, dass es unbedingt bei Rezo mal machen soll. Deswegen gucken wir uns jetzt die Videos an. Lasst gerne Daumen nach oben und ein Abo da für mehr und schreibt gerne andere YouTuber in die Kommentare, bei denen ich es machen soll. Das Ding ist, Rezo hat mehrere Kanäle. Er hat Renzo, er hat Rezo Jalolle, er hat Schlumpf. Aber sein Original Rezo-Account ist, soweit ich weiß, der älteste Account. Und da waren wir drauf. Okay, bei Umwege findet man bestimmt alle. Guck, hier sind die ganzen Kanäle. Er hat so viele, ne? 1,1 Millionen, 1,7, 1,6 Millionen. Aber das ist, soweit ich weiß, der mit den ältesten Videos. Vor 4 Jahren ist das letzte Video gewesen. Holy shit. Älteste zuerst? Vor 7 Jahren. Spaß mit Hate. Seid ihr ready? Ja, sind wir gespannt. Was geht ab, ihr wundervollen Menschen? Ihr denkt jetzt, ich laber. Nein, guck mal, wie süß er aussieht. Wie jung noch. Und wie lebendig und voller Leben. Das ganze Video mache ich auch, aber es gibt auch Songs in diesem Video, sogar mehrere, abgefahren. Cool. Es geht los. Die Sache ist die, ich habe ja neulich einen deutlichen Abonnentenanstieg bekommen und mit mehr Aufmerksamkeit kommen auch Hater. Ich habe das, hab das Gefühl, Rezo guckt halt die ganze Zeit so in die Kamera, als würde er die ganze Zeit so ein, weiß nicht, Hä? Diesen Kanal. Denkt jetzt, Hater, das sind doch diese Spielverderber mit den kleinen Pimmeln. Ja, auch die Frauen. Aber Hate-Kommentare können ja auch Spaß machen. Zum Beispiel so. Mach doch mal ordentliche Musik. Denn das Zeug, was du ins Mic reinkackst, hört man schon jeden Tag im Radio. Hurensohn. Dicker, was? Louis, hallo? Was du ins Mic reinkackst, hört man schon jeden Tag im Radio. Schwul oder Hipster? Ich frag mich, schwul oder Hipster? Hipster, schwul oder Hipster? Und der Jan. Wisst ihr, an wem mich Rezo ein bisschen erinnert zu der Zeit? Es kommt jetzt ein bisschen weird. Hi, little sloths. Okay, vielleicht kennt ihr nicht jeder, aber Nico Cardo Avocado, ich schwöre, ich habe irgendwie so dieselben Vibes bei ihm. Keine Ahnung warum. Egal, wir machen weiter. Also damals war wirklich, glaube ich, die Beleidigung schwul viel mehr common als heute, oder? Und seitdem ich vorhabe, dieses Video hier zu machen... Obwohl es ja eigentlich nicht mal eine Beleidigung ist, ne? Aber damals wurde es als Beleidigung benutzt. Reagiere ich auch ganz anders auf Hate-Kommentare. Du Spasti, er nennt mich Spasti, wie lustig ist das denn? Zappel mal nicht so ab, du Spasti. Denn ohne das Zappeln wär's vielleicht doch gut. Die sind so gut, ne? Sonst zu laut, das ist gleich so ein Krebs. Dann stell die Lautstärke runter. Hey Thomas, hör auf Mickey Maus. Stell deine Lautstärke runter. Thanks du. Ihr sollt jetzt übrigens keinen Hate-Kommentar schreiben, in der Hoffnung, dass ihr in so einem Video hier vorkommt. Die Chance ist viel höher, wenn ihr eine freundliche Frage oder so schreibt, auf die ich... Freundliche Frage. Puh, kommen wir dann hier hin, Leute, oder? Hey, starkes Video, aber dein kleiner Pipi-Mann ist größer als meiner. Ja, Mann, jetzt habe ich es mir voll gegeben, Alter. Loser. XD, okay, ich hoffe. Gucken wir uns mal das Video davor an, weil er hat ja noch andere Videos gehabt. Ah, hier ist doch der geile Part. Den ich kenne irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht der Rezo, den ich kennengelernt habe. Ne? Ich muss auch sagen, den Rezo habe ich vor 2, 3 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Und da ist er irgendwie anders. Ich finde Rezo und Ju, komm, Rezo volle Musik, Ju im vollen Tanzen und Musik. Die kennen halt beide alles. Die können, wisst ihr, wie ich meine? Die können so viel und so. Und dann bin ich da. Was kann ich überhaupt? Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich mit den beiden am Chillen bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin der untalentierteste, absolute Nichtsnutz, den es überhaupt gibt. Es ist crazy. Krass. Ich muss auch was können, wirklich.
Das beliebteste Video, was er hat, ich habe aus Versehen mich gerade verklickt, ist, wenn Schulfächer Rapper werden. Ganz kurz, ich will da auch einmal ganz kurz reingehen. Das ist Yuya. Wir könnten Yuya auch mal angucken. Ganz kurz nur reingucken. So, Leute. Schulfächer rappen geht in die nächste Runde. Die ersten beiden Teile waren ja ziemlich schwach. Jetzt mische ich den Laden hier mal richtig auf und zeig euch, wer wirklich das krasseste Fach ist. Schulfächer rappen ist ja klar, wer hier the best ist. Bio macht den Anfang, ich bin fetter als der Rest ist. Bin am weitesten entwickelt, ihr kriegt noch auf... Wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass Yuya wirklich so irgendwie Bio-Englischlehrerin ist mit einem Touch an Sport irgendwie noch dran. Wisst ihr, sie macht gerade ihr Studium oder so und geht so ein bisschen in Richtung Schule und alles. Und oder? Ihr seid meine Beutetiere. Ihr werdet jetzt von mir zerteilt, Mitose und dann schon gleichmäßig verteilt, Osmose. Guck mir deine Gene an und stell fest, wie dumm du bist. Ich mach dich fertig, nutz dich als Skelett in meinem Unterricht. Ich bin komplett wie ein Nervensystem. Ihr seid so wack, ihr nicht nur extrem. Hochenergetisch durch Photosynthese, im Wappen nicht schämt, bin ich fotogen. Upgrade mich so extrem, ich update einfach mein Gen. Ich brauch keine Brille mehr, DNA editieren, Kursbar kommt an und ich kann wieder sehen. Dieses Battle leichter als okay, 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 aber... Vielleicht irgendwann anders. Wir wollen erstmal Freeze noch schauen heute. Holy shit. Upright Everyday, Saturday, Distrack, Spaß mit Hate. Das sind doch nicht die ersten Videos. Er muss doch davor irgendwas gehabt haben, bevor überhaupt das mit Hate kam, oder? Die Videos sind alle nicht online, ne? Hässlich wie ein Traktor. Super, gut. Da hat er mich super beschrieben. Okay, wir gucken hier mal rein. Hat er auch ein nicht musikalisches Video? Das würde mich wundern. Das würde ich gerne wissen. Okay, ganz kurz. Vielleicht kennt irgendjemand von euch die Zeit hier. Vor 7 Jahren. Digga, dieser Dripper. Was? Hä? Photoshop war ein Joke, kam bei mir auch so an. Warum gibst du dich in deinem Special dann so arrogant? Ich kann nichts dagegen tun, dass Leute einfach scheiße sind. Doch dann noch mein geil zu sein, nehme ich nicht einfach schweigend hin. Du sagst selbst, dass du deine Rhymes nicht allein schreibst. Zwei Typen schreiben fleißig mit und helfen dir dabei. Allein das ist voll erbärmlich, dann zu sagen, du wärst tight. Aber wenn man es hört, gibt es noch ein schöneres Detail. Denn du sagst, du schreibst deine Lines im Bett. Wie darf ich mir das vorstellen? Es ist ziemlich wack, ihr zu dritt im Bett. Die beiden Texte und du hast wohl Dankbarkeit bei der Hände voll zu tun. Deine Lines sind Beauty-Tipps. Wie Bibis Beauty-Shit. Ne Sneaker-Kollektion wie die Kardashians. Wie cool du bist. Den Loser Mist, den du so spitz. Versuch ich nicht, stattdessen diss ich dich. Bis du mal wieder in der Schule bist. Loser-Kid. Wow. Junge, bist du high, ich glaub. Du hast Scheiß geraucht. Alter, guck dich an, du bist ein Körperklaus. Ich mach das jetzt nur, weil ich dein Mist nicht ertrag. Der Taxifahrer kennt dich, weil ihr beiden Schichtwechsel cool. habt. Die Leute haten dich nicht, weil du nicht rappen kannst. Sie haten dich, weil du das Maul aufreißt wie Obi-Wan. Fick okay, du reißt das Maul auf wie Obi-Wan? Dein ja. Ego, Akku, fick dein Ego. Fick dein Ego, Akku, fick dein Ego. Über Photoshop und nicht was für ein Hengst du bist. Alle checken, dass du nichts zu tun hast mit dem Gangster-Shit. Fick dein Ego. Okay, okay. Das ist so geil, ne? Ich feiere das so sehr, ey. Wirklich, die Rezo-Videos von damals sind schon sehr stark. Oh, Special Song mit Julian. Ist das das erste Collab von den beiden? Oh, hier kommt noch eins. Oh, YouTube war damals echt anders. Julian Back. Shit, was passiert hier? 2017 wird gerockt. Warte mal, was? Ja! Ich hab heute den Ju. Digga, sind die nicht süß zusammen? OG Ju und OG Rezo featuring Mama Ju. Ich mache heute mal wieder so einen Mein-Song mit. Also dich nehmen so Schnipsel von Ju. Wir gucken uns gleich so seine Videos an, nehmen da Schnipsel raus, bauen ein Beat dazu und machen das irgendwie geil, dass das nachher wie ein Song klingt. Heute gibt es sogar das Ganze noch ein bisschen geiler. Es wird ziemlich nicer, ein bisschen cooler als sonst. Aber wir fangen mal direkt an. Zuerst machen wir den Beat. So, und jetzt setzen wir mal hier eine Kick hin und... Wie sie alle Musik machen können. Und hier noch eine Kick hin, weil das soll ja geil bouncen. Das soll ja kicken. Wir machen einfach noch eine Clap, jedes zweite Mal. Ja, können wir so nehmen. Können wir so nehmen. Willst du die Tom oder die Tom? Hier auf die 5. Die ja. Tom? Okay, dann mach vielleicht... So fühle ich mich auch gerade, Ju, wirklich. Irgendwie so. Oh. Irgendwie so, so. Ja, ja, irgendwie so, wisst ihr, wie ich meine, Leute? Ich mache mal ganz kurz einfach mal so einen Hit, wisst ihr, so ein Charts-Hit, irgendwie so, einfach so, irgendwie, ne? Einfach so nebenbei. Pff, ist ja nichts Krasses, so. Ja, Toms? Das ist geil, das ist wirklich cool. Okay, jetzt haben wir schon mal so andere Instrumente dazu gepackt. Wir haben einmal so ein plackiges Akkord-Ding, das macht sowas. Aber was fehlt, damit es schiebt?
Bass. Der Bass. Ja. Ah. Ich glaube, zu der Zeit waren die beiden noch ein bisschen ad-friendlier. Sagen wir es mal so. Fällt das auf dem Handy werdet ihr das gar nicht hören. Oh, okay, ich geb mal zum Ende. Und wie der Song dann ganz am Schluss klingt, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar auf eine geile Art und Weise. Los geht's. Du machst wahrscheinlich wieder diese... Das ist... Wieso würde das jetzt heutzutage gar nicht mehr so machen? Guck mal, wie er mit den Armen wackelt. Klingt, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar auf eine geile Art und Weise. Los geht's. Das würde er nicht machen so heute. Wahrscheinlich wieder diese eine Tänzerin da rein, ne? Ja, ich mach wieder hier eine Tänzerin da rein. Die ist aber auch echt sweet. Julian Bash. Shit, was passiert hier? Mal wieder ein Julian Bam Video gefühlt. Aber sehr cool. Was haben wir hier noch am Start? Community Song, mein Song mit Iblali, Musik mit Hand of Blood. Ah, da hat er über Hand of Blood. Das ist krass, vor 6 Jahren. Guck mal, zu der Zeit hat mich keiner irgendwie nur ansatzweise wahrgenommen, weil vor 6 Jahren habe ich irgendwie auch Videos gemacht. Oh, vor 7 Jahren sogar schon. Okay, krass. Guck mal, die Aufrufe. Guck mal, wisst ihr, wie ich meine? Und das mit Gaming damals, krass. Also nicht, dass Gaming schlecht ist, ne, aber das war schon eine Zeit, ne. Aber das sind halt alles Lieder. Alles Lieder. Ich würde gerne... Wisst ihr was, wir gehen einfach mal auf die anderen Kanäle mal drauf. So, ich glaube, das ist sein zweitältester Kanal, wo er keine Musik gemacht hat, falls ich mich nicht irre. Hier kamen eher so Challenges, oder? Jetzt reicht die Zerstörung der CDU. Ja, so eine Art Challenges, sag ich mal, ne. Kann man ja auch als Challenge sehen, die CDU zu zerstören. Ultralachfleisch. Hier kommen eher so die... lustigen Videos und nichts mit Musik bezogen, außer halt ein paar Sachen. Aber gucken wir hier uns die ältesten, fast die ältesten Sachen an, weil das fühle ich nicht ganz so sehr. Ich finde heraus, welcher YouTuber zu mir passt. Hallo, ich bin Rezo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich was ganz Besonderes, nämlich hat der liebe TJ, mein liebster TJ, bevor er jetzt nach Hause gegangen ist, mir noch ein paar Seiten aufgemacht, nämlich Quizze. Er hat gesagt, mach doch mal Quizze. Quizzes. Ich kann doch jetzt auf meinem zweiten Channel machen, was ich will. Deswegen kann ich doch auch sowas mal machen. Und er hat mir Quizze rausgesucht, wo es darum geht, wie man zu anderen Menschen passt. Also wo ich und einmal Toni Pirosa. Diese drei Sachen werden wir gleich rausfinden. Wie gut ich zu diesen zu dir. Rock, Metal, Wirst du mit Julian Bam zusammenkommen? Charts, Pop, House, Deep Musik, Indie. Ich glaube im Herzen eher Rock, Metal. Wie? Ja, das fühle ich gerade nicht so, das Video, Leute. Bin ich ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Kanal. Zu diesem Video auf diesem schönen Kanal. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen Gast hier. Das seht ihr ja schon. Ich habe das Gefühl, ich werde angeschrien. Das ist nämlich die Anni. Hey! Hey Leute, heute gucken wir uns ein Video an. Ja gut, so rede ich auch manchmal. Ja, ich mache so Jubel und alles. Yeah. Yeah. Hi, was geht? Ich bin Anni. Rezo, ja lol, ey. Den besten Kanal. Ey, der Name, YouTube. Wir machen heute etwas Spannendes. Ja, es Rezo ist aber so hat einen gut Tweet gemacht, sehen, ne? Bei dem er gefragt. Vor 5 Jahren hat er schon seinen 2. Kanal aufgemacht. Schickt uns doch irgendwelche lustigen Anmachsprüche, die ihr so mal gehört habt. Und ihr habt rausgehauen. Ihr habt richtig rausgehauen. Wir kennen die noch nicht, aber wir werden jetzt aus den ersten raus. Okay. Ich bin gespannt. Du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Oh. Oh mein Gott. Der ist wack. Das ist so schlimm. Und das Ding ist halt, es gibt Leute, die machen das. Das ist das Traurige. Ja. Ich glaube, ich habe ein paar Mal echt wacke Anmachsprüche bekommen. Woran erinnerst du dich? Einmal auf der Gamescom, da kam so ein Typ zu mir und meiner Schwester mal so, hey, ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich vielleicht deine haben? Boah, so sehr gut, classic. Und wir waren so, nee. Wenn jemand mit einem coolen oder lustigen Spruch kommt, dann bist du so, oh, das war irgendwie so cool, lustig und irgendwie mutig. Ja. Da kann man mal ja sagen, so, weißt du, wenn jemand kommt und ich habe meine Telefonnummer verloren. Ja. Ich will noch einen vorlesen. Weißt du, dort ist ein Bild von dir im Lexikon. Direkt neben dem Namen Wunderschön. Oh. Oder neben dem Wort Wunderschön. Ja. Ich habe auch ein Bild von dir gesehen im Lexikon. Direkt neben dem Wort War so klar, ne? Ich nenne dir mal 4 Flüsse. Okay. Rein in mein Po. Oh, ich weiß ja nicht. Uiuiui. Ui, ui. Boah, er hat aber schon so krass viele Videos wieder, ne? So viel verschiedene Sachen, ne? Boah. Nicht nur musikalischen Talent, sondern auch einfach humorvoll auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Schnupperst du?
Schnupperst du? Ja, bist du eine Feine. Ist es scharf jetzt? Ja, oder? Ja, reicht. DJ bringt mich um. Ich hab, vorhin habe ich mich rasiert, aber das habe ich stehen lassen. Ja, einfach nur, um mal wack auszusehen. Aber hast du es nicht gelassen? Ey, das sah einfach nicht gut aus. 20.000 Likes lässt der Riese diesen Bart. Genau, wir werden immer mehr zu 144. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal, nämlich Rezo. Ja, lol, ey. So, was wir heute machen, ist was ganz Besonderes, denn wir haben eine sehr tolle Seite hier offen, und zwar ist das Will you press the button? Du hast das gut. Okay. Aber du musst ja schon scannen wollen. Ich würde es machen. Ich auch. Ja, definitiv. Ich würde den Knopf... SD-Card. Aber du kannst nicht sichtbar wieder werden, wenn du willst. Was heißt... Lustige Hate-Kommentare an Tadel und mich vorlesen. Oh mein Gott, Tadel damals. Ich habe hier so ein riesen Loch in der Hose, aber das ist... Das ist doch kein Loch. Ja, es ist zugeflickt worden. Aber jetzt sind hier so neue Löcher, die wirklich Löcher sind. Aber ich lasse es einfach so. Kriegst du halt Luft. Ja, genau. Deswegen lasse ich das. Das ist so eine weirde Kombi, so vom Style und ein, aber voll geil. Zum Starten? Mhm. Bock? Okay. Fühlen wir. Ja, klar. Mach. Du bist hier der Gast. Ja, genau. Fühl dich frei, fühl dich zu Hause. So, Achtung, Junge. Boah. Werd doch einfach zu 6ix9ine, du Flachwichser. Yo. Boah. Diese Sachen nerven mich so, okay? Das glaube ich. Ich muss kurz was dazu sagen. Das wird mir manchmal sogar auf der Straße nachgerufen. Nein, wirklich? Mhm. Immer eine Gruppe, zufälligerweise. Und dann rufen die so hinterher. Hey, 6ix9ine. Und ich verstehe natürlich die Assoziation, okay? Ich habe bunte Haare und ich habe Tattoos im Gesicht. Aber... Sag doch mal, Tadel, wer hatte das denn vorher? Scrollt gerne zurück auf unseren Instagram-Profilen und schaut euch an, wie er aussah, als ich mein Gesicht schon zutätowiert hatte. Oh! Wir blenden das hier mal ein. Er hatte noch gar keine Tattoos. Oh! Das waren gar nicht 10.000 Kilogramm, du Hurensohn. Weißt du, worauf sich das bezieht? Ich hab auch gar keinen Plan. Ey, aber ohne Kontext ist das fast noch... Wir testen 10.000 Kilogramm veganes Eis. Lustiger. Ich hab letzte Woche ein Video gemacht mit Anni und Sturmi, wo wir Eissorten getestet haben. Das habe ich... Ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe das Thumbnail und den Titel gesehen. Also, es stimmt. Er hat ganz investigativ rausgefunden, dass das nicht gestimmt hat. Wir haben keine 10.000... Ich weiß gar nicht, wie groß 10.000 Kilogramm wären. Aber 10 Tonnen. Ich hab's geschafft. Ich meine, 10.000 Kilogramm müsste doch mindestens so viel Fläche sein wie so ein Laster. Aber du bist auch Rezo. Ja, ich esse ein Laster-Eis. So, was ist das denn? Video einfach nur für den Move so. Jawohl. Heute bekommst du dieses Video und dann fährt so ein LKW so rückwärts und nie ins Bild rein. Das könnte von Mr. Beast sein, so ein Video, no joke. Jetzt gibt es auch noch Renzo. Man fragt sich dann natürlich, was kommt auf Renzo, wenn auf Rezo ja lol, ey, schon komische Komiker-Videos kamen, sag ich mal, und auf Rezo normal Musikvideos kamen. Natürlich, klar, Twitch-Highlights. Und da gucken wir auch ganz kurz mal rein. Ich glaube, ich davon erzählt, dass ich vorhabe, Streaming anzufangen. Und da du ich ja Ghost. Oh, stimmt, warte, weißt du, auch dabei. Rezo, bla 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 bla. Bro, streamen wird für dich nicht funktionieren. Wenn du das jetzt auch noch versuchst, ich sag's dir, lass es lieber. Du weißt schon, dass im Stream kein Cutter da ist, der irgendwie dafür sorgt, dass du halbwegs wie ein normaler Mensch wirkst. Und du machst einfach... Ich hab dir noch gesagt, dass du nicht auf Twitch kommen sollst. Die Konkurrenz ist eh schon viel zu groß, okay? Durchstarten. Oh, das ist peinlich, überhaupt. Ne? Hab doch da gestern umkommen kann. Doch, Junge, bitte, tu mir den Gefallen und komm einfach mal klar auf das, was du willst. Ich will mich da sehen, aber eigentlich auch nicht. Perfekt, er hat mich rausgenommen. Perfekt, ich bin nicht mehr drin, Leute. Ich war drin, ich war raus. Ich bin nichts mehr. Ich bin ein absoluter Niemand. Ich war mal dabei. Gut, das war's dann auch mit mir. Dann gucken wir keine Videos mehr. Wir gucken uns das hier an. Wir gucken uns seinen ersten Stream an. Jetzt bin ich live. Oh Mann, ich habe nicht mal das Mic richtig angemacht. Ey, ich habe mir so vorgenommen, dass das ordentlich klappt, dass das richtig, richtig ohne Probleme klappt. Wir haben das alles vorher schön eingestellt und ich habe vorher gegeben. Und dann, ja, das war das Intro, genau, weil jemand fragt, ist das das Intro? Ja, das war das Intro. Das ist der Countdown. Ich dachte mir, wenn ich schon einen Countdown habe, dann muss doch irgendwas im Countdown passieren. Es kann ja nicht 10 Minuten lang einfach nur ein Countdown sein, dachte ich mir. Also war das, ja, es dauert ja immer, bis man erstmal drin ist und das alles losgeht. Und so. Das eigentliche Spiel geht dann wahrscheinlich so eine gute Stunde, 70 Minuten, 80 Minuten oder so. Dann, was geht denn?
Mit, jetzt muss ich den Namen erstmal wiederfinden. Mit Julian. Ach, das ist Julian! Es ist so lustig irgendwie, weil die beiden waren auch mal eine Zeit lang auf Twitch. Also Rezo ist es noch, aber Ju hat komplett aufgehört und ich bin jetzt auch nicht mehr so aktiv. Ich fühle es leider einfach gar nicht. Rezo und Gaming okay. Ist auch was ganz Besonderes, ne? Oha, Geschenk. Mit Ju und so, die beiden in Gaming? Das ist krass. Da sehe ich die halt irgendwie gar nicht. Was ist das beliebteste Video hier? Ah, CDU-Zerstörung gefühlt. Hier sind wieder nur CDU-Zerstörung. Und Rammstein. ZDF. Der nimmt da alle immer hops, ne? Ist das krass. Ich würde sagen, wir haben uns gut durch die Videos durchgeforscht von Rezo. Es gibt ja so viele verschiedene Kanäle, die er hat mit so vielen verschiedenen Content. 4 Kanäle, 4 verschiedene Sachen. Das ist geil. Wir lieben das. Und die ersten Videos haben wir uns natürlich auch angeguckt. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, bei welchen YouTuber, Streamer ich als nächstes Mal vorbeischauen soll. Wie gesagt, würde mich sehr freuen. Und ja, lasst gerne da noch oben ein Abo da für mehr. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.